Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TL2 im Ranglistenmodus. Ich gehe als Burg rein. Willkommen to Nova. Wir nehmen auf jeden Fall den Manta mit. Hundertprozentig. Das steht schon mal fest. Ja, den Metzger brauche ich nicht unbedingt. Dann nehme ich lieber den mit. Hä? Komisch. Ich könnte natürlich mit dem APS könnte ich die Harpie noch verstärken. Aber nein. Wir fangen mit dem Growl an. Hauen hinten dann Harpien hin, um den Growl rundherum haue ich dann die Wurzelquallen hin. Das ist ein Plan. Mantas noch dazu, Schweine auch hinten hin. Sollte funktionieren. Okay, hier ist eine aufgewertete Harpie. Schnecke wurde reingeschickt. Sakura-Blume, okay. Ich habe Auszahlung genommen. So, zwei Harpien. Ich glaube, die stelle ich lieber in die vorletzte Reihe. Damit ich dann das Schwein möglichst hinten hinstellen kann. Ich habe die Piri gebaut. Wo ist die Qualle? Trotzdem einen Robo reinschicken. In der Hoffnung, dass er jetzt den Piwi nicht aufgewertet hat oder noch einen hinstellt. Nee, hat er nicht. Könnte klappen trotzdem. Das ist kein Champion. Nee, das reicht nicht. Schade. Um den fünften Worker. Mehr Harpchen. Dann schicken wir eben auf 6. Sechs, sieben, acht, so um die Dreher. Dass die Blume erst gar nicht groß werden kann. Okay, Kreditor ist auch nicht schlecht. Magischer Schaden habe ich noch nicht. Da müsste ich dann die Priesterin bauen. Die Runde könnte etwas knifflig werden.
Ja, das schaffe ich nicht. Da habe ich zu viel natürliche Verteidigung. Und zu wenig magischen Schaden. Jetzt können wir schon mal den Manta platzieren. Das ist gut. Eine Schnecke kriege ich nur noch raus, mehr nicht. Aber es sollte reichen. Die Steinhauer machen die relativ schnell platt. Und dann die zwei Robos für die restlichen. Okay, das habe ich auch nicht. Bin aber auch durchgekommen. Das kann er wahrscheinlich nicht halten. Aber dadurch, dass wir beide durchgekommen sind, ist das trotzdem eine gute, ein guter Trade. Kurze Qualle. Noch ein Harp hier. Ja, macht die ganze Zeit Autosend. Wo ist meine Harp hier in Angriff? Oh, der Manta ist übelst gut. Sehr gut. Turtle rein. Mega nervig mit den Klonen. Kann ich mal eine Wurzelqualle schon aufwerten? Zwei Turtles rein. Und dann auf 10. Dann gehe ich auf 10. Mal schön Blocker nachbauen. Soll da gar nicht erst in Bedrängnis kommen, dass ich zu wenig hätte. Sehr gut. Hat sich gelohnt, die zwei Turtles zu schicken. Sehr schön. So, Priesterin bringt mir jetzt im Moment nichts.
Die muss ich erst nach der 10 bauen. Deswegen werte ich hier eine Harpie auf. Aber da haben wir uns einen kleinen Lied rausgeholt. Ist gar nicht verkehrt. Schicken auch jede Runde. Okay, Manta tot. Ah, ich werde es nicht halten können. Aber es wäre jetzt nur ein bisschen durch. So. Mehr Harpien aufbauen. Dann noch ein Blut mit rein. Und fertig. Das ist nur ein Manta, aber der macht schon so gute Arbeit. Sehr gut. Sehr gut. Bei mir sind nur die Söldner durchgekommen. Das ist schade, aber er hat nicht alles gehalten. Und das ist super für uns. Ich muss die jetzt platzieren. Da habe ich keine Wahl. Dann werden wir den King ein bisschen auf. Dass wir noch ein bisschen Einkommen bekommen. Dass wir durch den Kreditor das noch ein bisschen ausgleichen können. Das Bonusgold. Sozusagen. Was wir aber jetzt nicht bauen können. Lass mich mal schauen. Nimbus Sakura Blume. Die Peewees. Wir könnten auf 13 gehen. Vielleicht werden wir erstmal die King auf. Das ist, glaube ich, eine gute Variante. King noch aufwerten. Ich kann ja trotzdem auf 13 was reinschicken. Hat er mir schon wieder 4 Robos reingehauen. Yes, my lord. Ja,
Ja, die Klone sind echt stark. Da kann man nichts sagen. Den werfen wir mal auf. Machen so und dann holen wir Blocker. Einer geht noch. Die ganze Zeit Robos rein. Trotz meiner Wurzelquallen. Oh, die zweite gebaut. Oh, knapp. Oh, ein Voreis. Aber oh, wir kriegen schon maximiert, außer die Regeneration. Deswegen sollte das kein Problem sein. Wenn es natürlich etwas nervig ist. Zack. Das ist für mich ein Aufprall-Waves gut. Aber die 16 nicht. Wir könnten jetzt auf der 15 einfach mal was schicken. Bananenbaum. Okay, vielleicht warten wir einfach noch. Ein bisschen Overbuild. Ich schon mal keinen Broker. Wenn die sammeln, ich habe sowieso gerade schon ein bisschen Probleme. So, dich werde ich aufwerten. Machen wir den Roll. Das nehmen wir mit. Und wir können natürlich auch ihn noch mitnehmen. Gucken wir mal. Sieht nicht gut aus. Tadeus kommt durch. Die Frage, gehen wir auf 17. Wir könnten auf 17 gehen. So viel Schaden hat der King jetzt gar nicht bekommen. Den werfen wir gleich mit auf. Max-Schaden haben sie nicht wirklich. Also er hat hier die zwei Sakura-Blumen. Der hat die Azeria, aber sonst nicht. 18 wäre schon fett.
Ja, vielleicht sollten wir jetzt schicken. Ich weiß es noch nicht. Okay, wir könnten danach tot sein. Consider it done. Ein Tor. Wir sind ganz schön weit runter. Wenn die jetzt schicken, sind wir tot. Und die werden schicken. Vielleicht ist das Glück auf unserer Seite. Guck mal, mach, ey. Ja, das wird wohl gewesen sein. Schade. Aber wir mussten es riskieren. Wir mussten es riskieren. Tja, so eine weitere Runde Legion. Ich schaut euch gerne bei anderen Videos vorbei. Like oder Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.